Detective Sebastian Castellanos schleicht und schießt sich gleich wieder durch Zombie-Horden irgendwo um nirgendwo. Das Kapitel heißt 2 Überreste. Ich weiß noch nicht genau, wessen Überreste hier gemeint sind. Da hinten ist die nächste Hütte. Hier vorne war ich noch nicht richtig. Das hier sind irgendwelche Ruinen der Seegemeinde. Hör mal auf zu schleichen, ich glaube, hier ist niemand. So, Vorsicht, das sind Motten, das sind keine Blutblasen, also kein Fallenalarm. Ich komme nicht auf den Steg drauf, oder? Doch. Lauf mal. Ist hier vorne irgendwas? Wäre ein tolles Versteck für... Oh. Es zieht mich an, wenn ich es nur ansehe. Du willst also unbedingt in die Nervenklinik. Ach, herrje. Es zieht dich an, wenn du es nur ansiehst. Dann sieh es halt nicht an. Puh. Spannend. Wie kann ich eigentlich die Waffe wieder wegstecken? Ich weiß es gar nicht. Schleich mal weiter. Da unten ist nix, glaube ich, oder? Ich komme ja gar nicht runter, ja. Hier ist die Mauer von dem Gehöft, wo ich war. Da hinten sind die nächsten Zombies. Auweia, auweia. Wer hatte keine Eier? So, hier. Mach mal ein bisschen Licht. Ja, in dem Spiel muss man ziemlich intensiv suchen, glaube ich. Das ist meine bisherige Theorie. Wieder so ein Ochsenkarren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich schon alles gefunden habe, was man finden kann. Auf dem Karren ist, glaube ich, nichts. Nee. Mach mal die Funzel aus, sonst sehen die dich. Wie machst du die Funzel eigentlich an? Ja, wohl nicht mit Streichhölzern. Da ist noch so ein Heuhaufen. Ich habe immer noch die Theorie, dass man einen Heuhaufen mit einem Streichholz abfackeln können müsste. Aber mit dem ersten Heuhaufen im Spiel ging es nicht. Was ist hiermit? Nee. Nee, geht nicht. Ist hier irgendwas? Nö. Ich sehe nichts. Kontrollpunkt. Hier ist ein Kontrollpunkt. Das ist tröstlich. Das heißt aber auch, dass ich gleich sterben werde. Ja, da ist wieder so einer. Ich habe leider keine Flasche für einen Ablenkungswurf. Wie viele sind da? Ein Zombie ist selten allein. Ist einer. Da vorne liegt eine Flasche. Ich könnte also wieder mal mit einem Schleichangriff versuchen, mich hier aus der Affäre zu ziehen. Die Frage ist, ob der alleine ist. Ich meine, ich höre noch ein anderes Keuchen. Von wo auch immer. Aber ich sehe im Moment nur ihn. Okay, probier's mal. Ich habe ja einen Kontrollpunkt. Kann ja gar nicht so schlimm werden. Umdrehen, umdrehen. Das kam von hinter dir, du Vogel. Ja, genau. Du bist ja ein Schnellmerker. Und?
Ah! Wieso drehst du dich jetzt um, du Vollpfosten? Geh mir doch aus dem Weg, du spinnst wohl. Das wäre so ein schöner Schleichangriff geworden. Was? Na toll. Warum drehst du dich um? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, was habe ich jetzt davon hier? Hast du nichts was dabei? Nee, toll, ich kann dich verbrennen. Ja, das hast du gar nicht verdient. Da hinten schlurft der Nächste rum. Oh Mann. Was ist denn das hier? Eine alte Milchkanne. Ich hätte mich killen lassen sollen von dem Zombie. Dann hätte ich nochmal neu anfangen können. An diesem Speicherpunkt hier vorne. Ach, immer wenn er unter dieser einen roten Markierung ist, dann... Ach, das heilt bis dahin, oder wie? Ah, also wenn das ganz schlimm ist mit den Lebenspunkten, es heilt dann bis auf 30 hoch. Aber wenn ich mehr Lebenspunkte haben möchte, muss ich Spritzen finden und benutzen. Ist das so? Achtung, Stroh. Anzünden oder nicht? Ah, ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Aber ich sollte erstmal in die Hütte rein. Hier kann ich nichts anbrennen. Nee, leider. Ich muss erstmal in die Hütte rein, wo ich den ersten Zombie zusammengetreten habe. In der Hütte gibt es bestimmt Grütze. Und wenn ich Glück habe, auch noch ein Kartenfragment oder einen Spinnschlüssel. Ich habe... Oh, hier kann ich was verbrennen. Was denn? Was kann ich denn hier verbrennen? Ach, hier, das Ding. Okay, verstehe. Warum sollte ich das tun? Wo ist eigentlich der zweite Zombie, der hier so rumkeucht? Da ist einer. Schau mich mal an. Ich will mal gucken, ob ich das Ding hier verbrennen kann und das irgendwie Schaden macht. Und wenn ich raufgehe, habe ich Pech gehabt. Hallo. Ja, genau. Komm du mal auf mich zu. Macht das bei dir Schaden? Bist du dadurch dann weg oder was? Es klingt so. Es sieht auch so aus. Was ist denn das? Das ist die Fackel, die der Typ in der Hand hatte. Zwei Schuss Munition. Moment mal, ich habe jetzt so eine Fackel oder was? Inventar? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich kann es aufnehmen. Das ist eine Fackel. Wahrscheinlich kann ich damit laden oder was auch immer. Ich sollte mal nachladen, glaube ich. Wie geht das überhaupt mit R? Ja, so. Und jetzt hier das Ding wieder aufnehmen. Natürlich bin ich jetzt zu sehen. Für jeden, der nicht ganz blind ist. Ich sollte erstmal gucken, was hier Sache ist. Ich sehe einen Draht, da ist die nächste Falle. Jetzt müssten gleich Blutblasen auftauchen, wenn ich hier reingehe. Oh, hier ist eine Flasche. Wo ist der Zombie, den ich höre? Ja, es tauchen Blutblasen auf. Okay. Die Blutblasen warnen mich vor einer Falle. Da hinten ist irgendwo irgendwer. Ich sollte außen rumgehen. Wenn ich jetzt hier drin die Falle entschärfe, wird das wahrscheinlich gesehen werden und dann gibt es mega Stress. Oh, hier vorne ist ein eine Bärenfalle oder wie das Ding heißt. Ein Tellereisen. So rum.
Und hier war ich noch gar nicht drin, in diesem stillen Örtchen. Da liegt was. Was liegt da? Geh mal rein. Streichhölzer. Okay. Was ist das? Patronen. Oh, eine ganze Kiste Patronen und dann eine. Toll. Hör mal auf zu schleichen. Ist ja noch irgendwas? Ah, hier, Kisten. Kann ich denn die Flasche wieder ablegen mit C, oder? Ja. Ah, da schau mal einer an. Eine Reisespritze. Schön. Das kann ich gut gebrauchen. Das drischt mir der nächste Zombie gleich wieder weg. Das ist mir völlig klar. Aber immerhin, ich hab's gehabt. Was war denn das? Ach, ich kann ein Fenster zerdreschen und dann hier durchklettern, oder? Nimm mal auf. Ja, das geht. Okay, das wusste ich auch noch nicht, dass ich Fenster kaputt machen kann, um dann durchzuhechten. So, hier sehe ich gerade mal relativ wenig. Ich muss den nächsten Zombie da vorne loswerden. Ich habe keine Ahnung wie. Ich könnte ihn einfach in das Tellereisen locken. Ich weiß nicht, ob er so blöd ist, da reinzulatschen. Und wenn nicht, dann habe ich ein Riesenproblem. Hallo. Das sind sogar zwei. Kann ich die eigentlich auch entschärfen? Dann hätte ich sie lieber entschärft, statt ihn reinzuschicken. Bärenfall entschärfen. Steuerung und Leertaste. Bärenfallen entschärfen. Ah, das gibt auch Fallenteile, gut. Er hat mich gesehen, er hat mich gesehen, er hat mich gesehen. Hör auf zu schleichen, das ist gerade eine blöde Idee. Er ist da hinten. Oh, er kommt. Er kommt, er kommt. Er sucht. Ah, ich kann auch nicht so weit, so weit nach hinten werfen, leider. Versuch. Dreh dich um, dreh dich um. Ja. 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 Hahaha. So. Mein Freund. Bleibst du liegen? Was hast denn du? Ih, der. Du hast dir gerade. Ach, man kann den auch so Zeug abnehmen. Ach so. Die Grütze ist so Zombie-Blut oder was? Das ist interessant. Das heißt, jeder Zombie, den ich kille, könnte nicht nur Munition und eine Reisespritze dabei haben oder Streichhölzer, sondern auch Wackelpudding. Und irgendwie kann er sich das... Ja, hier, ich weiß, hier ist die Falle. Und irgendwie kann er das dann auch abzapfen. Hallo? Und ich kann auch aus dem Schleichen heraus eine Falle entschärfen. Das funktioniert gut. Trotzdem suche ich immer noch Kartenfragmente und einen Spindschlüssel. Ich weiß nicht, wie lang das zweite Kapitel noch ist. Ich glaube, das ist auch nicht so riesengroß. Verstecken. Unterm Bett. Ah, ich kann mich auch unterm Bett verstecken. Ah, gut, auch gut zu wissen. Schleichen. Immer schleichen, nie vergessen zu schleichen, Sebastian. So, hier ist noch ein Räumchen. Da ist was? Ein Kamin. Eine Reisespritze. Ich glaube, die kann ich auch benutzen, richtig?
Was mich auch mal interessieren würde, vielleicht kann es mir jemand schreiben, weil ich das jetzt auch nicht rausfinden kann. Wenn ich mit angezählter Gesundheit das Kapitel beende und dann das nächste Kapitel starte, ist dann die Gesundheit wieder voll oder starte ich mit der Gesundheit, mit der ich das vorherige Kapitel abgeschlossen habe? Wenn das so wäre, dann kann man Reisespritzen benutzen, wenn man sie halt benutzen muss. Oh. Wenn man hingegen die Gesundheit aufgefüllt bekommt bei Kapitel Start, dann ist es nicht sinnvoll, noch irgendwelche Reisespritzen kurz vorm Ende des Kapitels zu benutzen. Wenn man natürlich dann wissen würde, wann ein Kapitel zu Ende ist, das weiß ich ja nicht. Leg mal die Flasche ab. Schau dich erstmal um. Ich glaube, hier. Lass da mal die Flasche stehen. Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr, richtig? An dem Haufen war ich da schon. Ja. Box das Stroh. Was ist hier? Nix. Hier war meine Pulle, jawohl. Da ist die Nervenklinik. Hier oben. Strohballen kann ich normalerweise verbrennen. Ich weiß aber nicht, ob unter Strohballen was runter sein kann. Das ist nur so meine Theorie. Und die konnte ich bisher nicht bestätigen. Wo geht's weiter? Hier oder da weiter hinten? Oh, hier. Falle. Auch wenn ich mich einem Tellereisen nähere, gibt es diese Blutblasen. Ja, schon 6 Fallen entschärft. Sehr schön, es läuft noch. Sebastian, wir schaffen das. Es wird lange dauern, so wie ich spiele, aber immer schön langsam. Warum denn hetzen? Ich habe so viel Geld für das Spiel bezahlt. Da kann ich auch ein bisschen Zeit investieren. Statt von einem Spiel zum nächsten zu hetzen. Das bringt ja nichts. Man kann sowieso nicht alles spielen, was es gibt. So, das Haus ist doch neu. In diesem Haus war ich doch nicht drin, oder? Ich war in dem Haus da hinten drin, aber nicht in dem. Ich höre einen Zombie. Da ist irgendwo einer. Vielleicht sollte ich mir mal meine Flasche holen. Flaschen sind Mangelware. Hier, Flasche. Und ein Kontrollpunkt wäre gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt einige Zombies gekillt. Es wäre schön, das nochmal hinzukriegen. Ja, in dem Haus war ich drin. Ich glaube, ich muss hier einfach mal durchlaufen. Wobei ich mir auch den Karren noch gar nicht angeschaut habe. Da sind auch Strohballen drauf. Die kann man doch bestimmt auch anzünden. Ja, kann man. Ach so. Lass es mal liegen. Ich habe doch hier irgendwo diese Fackel gehabt. Kann ich mit der Fackel nicht mal fackeln? Ach, wo war die? Die habe ich irgendwo liegen lassen, hier vorne. Es kann auch sein, dass die gar nicht mehr da ist, dass die nur eine Weile liegen bleibt und dann einfach weggeht. Das wäre nicht ganz unlogisch. Ach, hier ist noch eine Flasche. Ah, okay. Das war die Hütte, jawohl. Ich meine, ich hätte die Fackel weggeschmissen, als ich zur Tür rein bin. Ach, ich weiß es nicht mehr. Hier vorne irgendwo. Hätte ich jetzt gesagt. So. Von der Erinnerung her. Aber hier ist nichts. Schade. Ach, ich könnte jetzt suchen, aber vielleicht ist sie ja gar nicht mehr da. Ich muss mal ein Streichholz opfern, um zu schauen, ob hier irgendwie was entsteht. Also ob... Oh, da hinten ist ein Zombie. Und ich sehe schon die nächste Falle. Ob ich aus Strohballen, wenn ich sie abbrenne, irgendwas finden kann. Ob da was freigelegt werden kann. Also hier nicht, schade. Was aber nicht heißt, dass es nie geht. So, ich habe einen Zombie da links vom Haus gesehen. Wenn der alleine ist, dann könnte ich es vielleicht irgendwie schaffen. Mit einem Schleichangriff.
Aber ich muss auch erstmal einen Weg zu ihm hinfinden. Da, er ist im Haus. Er ist im Haus. Wow, wow, wow. Das war aber echt gefährlich hier gerade. Ich habe nicht auf die Blutblasen geachtet. Auweia. Mann, oh Mann, oh Mann. Immer schön auf die Blutblasen achten. Nicht auf dieses Edelweiß hier. Ist alles völlig egal. Oh, hier. Der Zombie kann mich durchs Fenster. Wahrnehmen. Tja. Wenn er im Haus ist, ist es doof. Achtung, hier ist die nächste Falle, jawohl. Habe ich gesehen, bevor die Blutblasen kamen. Ab wann kann ich dich... Kann ich dich entschärfen? Vielleicht hier? Kann man überall die Falle entschärfen oder muss man immer hier irgendwo an diese eine Stelle gehen? Schon 8 Teile, gut. So, also hier ist das ja, groß. Ach, herrje. Ach, hier wäre natürlich genau die Stelle, wo ich am... Oh, hier sind noch mehr Fallen, oder? Oder habe ich gerade eine optische Täuschung gehabt? Ach, das ist die Linie von dem Sims. Ich dachte, das wäre der nächste Draht gewesen. Ja, ich muss irgendwie das Haus rein. Oder kann ich erstmal die Falle entschärfen? Also hier kann ich doch bestimmt rein. Ach, da ist der Zombie. Achtung. Ja, genau das wollte ich eigentlich vermeiden. Okay, ich gehe stiften. Ich habe noch eine Flasche. Mann, Zombie, ey. Na gut. Ich bin gerade nicht verfolgt und werde mal wieder probieren, mit der nächsten Flasche den nächsten Zombie abzulenken und ihn mit Schleichangriffen niederzumetzeln und dabei nicht in die Falle reinzutorkeln, selbige hinterher zu entschärfen und das nächste Fallenteil in mein gieriges Inventar zu packen. Aber das alles dann erst im nächsten Teil. Bis dahin!